der Regel ist zwei geteilt und in der Mitte wird er geteilt durch einen Glasturm. Das war eine Auflage der Berufsfeuerwehr. Man müsste nochmal einen zuzüglichen Aufzug schaffen, also einen zuzüglichen Fluchtweg und ein zusätzliches Treppenhaus. Dieser Turm übernimmt natürlich mittlerweile auch einen Teil der Statik, aber ursprünglich geplant war dieser Turm nicht. Die beiden anderen, wir sind jetzt am ersten Kranhaus vorbeigeglitten und die beiden Kranhäuser, die jetzt folgen, das sehen Sie auch sofort, sind ganz anders. Das sind